Hallo, liebe Freunde, hier ist mal wieder Mr. Apfelmus und ich begrüße euch zur nächsten Folge von Back to Classic GTA 3. Ich weiß, die letzte Folge ist schon ewig her, deswegen habe ich mich auch heute entschlossen, ich hoffe, ich kriege das durchgezogen, eine komplette Stunde aufzunehmen. Mal sehen, wie das wird. Aber ich werde die dann nicht komplett hochladen, diese eine Stunde, das wäre ja viel zu viel für manche von euch. Die mögen ja eher diese kleinen Videos, denke ich mal, weil sie auch weniger Zeit haben. Verständlich, verständlich auch für mich. Deswegen werde ich das in, denke ich mal, so 4 bis 6 Parts splitten und die dann einzeln hochladen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Aber ich denke mal schon, oder? Ja, klar. Also, das letzte Mal waren wir stehen geblieben. Da habe ich mir extra nochmal das angeguckt, weil es schon so lange her ist. Wir haben Geldtransporter ausgeräumt für Joey. Und jetzt gucken wir mal, was der wieder für uns hat. Chauffeur, ach du Scheiße. Ich vibe Tony. Alles klar, Tony ist also ein Vibe. Oh, ist der Typ, der Tony war. Ich höre, dieser Typ ist nicht Italiener und er ist kein Mechaniker, aber er kann Dinge fixen. Das ist Pops Capo, Tony Cipriani. Ja, ich bin Tony Cipriani. Ja, das hat der gerade gesagt, egal. Alles klar. Guten Fahrer! Ha, wie ihr schon in den letzten Videos gesehen habt, ne? Da ist er natürlich bei mir an der richtigen Adresse, ne? Alles klar, no fancy crap. Dann machen wir mal lieber keine Dummheiten. Wow, fast gleich erstmal in den Rinni rasselt. Nee, dann versuchen wir nochmal ordentlich zu fahren. Aber erstmal einen Radiosender wechseln. Ja, wo ist Game FM? Na, jetzt. Nein, jetzt bin ich vorbei gerasselt. Ich kann nicht. Oh, jetzt muss wieder alles durch. Jawohl, jetzt haben wir es doch. Vorsichtig, wir warten. Ihr ordentliche Bürger. Überholen wir jetzt natürlich sofort links über die noch grüne Ampel und fahren natürlich erstmal an unserem Ziel vorbei. Nein, so, wir halten jetzt hier an. Hallo. Okay. Irgendwoher kenne ich das doch. Ach ja, das wäre so gut wie bei jedem GTA-Teil, zum Beispiel bei GTA 4, wo man die Scheiben eingeworfen hat. Na, scheiß doch drauf, wa? Machen die noch was? Oh ja, sie schießen auf unseren Typen, alles klar. Er ist doch mal professionell. Da kommen den Typen, überfahren wir jetzt einfach. Bam und weg. Ein Hinterhalt der Triaden. Ja, ist ja nicht so, dass du die schon vorher im Reingehen gesehen hast, ne? Dass da zwei Typen stehen. Egal. Fahren wir ihn zurück zu seinem Haus oder was auch immer er jetzt hin will. Komm schon. Jawohl. Also dahin, jetzt hier rechts in die Auffahrt. Und schon wieder ein Klischee. Wir merken, Italiener fahren, ein Ciprianes Restaurante. Ja, natürlich. Ein Italiener mit einem Restaurant. Das ist ja mal was ganz Neues. Anscheinend. Alles klar, ich komme dann später wieder. Kein Problem. Darf ich die Karre behalten? Ja, ist okay, geh einfach weg. Ich nehme das mal als ja. Okay, Leute, das war jetzt nicht so schwer. Das finde ich ja auch ab und zu mal gut. Ja, ich würde mal sagen, es ist jetzt 3.13 Uhr. Oh, wieder so eine Meldung, die ich schön vorlesen kann. Die Uzi ist jetzt im Ammunition zu haben. Wie jetzt? Die Uzi hat ihren Freund weggeschossen. Willst du noch mehr Securicars aufgebrochen haben? Bring sie zu unserer Garage in Portland Harbor. Meine Fresse. Ich weiß, ich habe das schon mal im vergangenen Video gesagt, aber stellt euch mal vor, ihr kriegt dann wirklich so eine 50 Seiten lange SMS auf dem Ding. Ihr werdet ja nie fertig mitlesen. Und wenn dann sowas drinsteht wie, ah Gott, hier ist ein Überfall und komm so schnell wie möglich und hast du nicht gesehen? Ja, der Überfall ist vorbei, alle sind tot und die Verbrecher haben sich wahrscheinlich schon nach Mexiko abgesetzt. So, und ich muss jetzt aufhören, um diesen Wagen rumzulaufen und gehe zur nächsten Mission. Nämlich, es ist 4 Uhr morgens und wer zur Hölle ist nicht um 4 Uhr morgens wach? Schmutzige Wäsche. Oh, na, das hört sich doch interessant an. Ja, sie können dich sehr wohl verscheibern. Okay. Was ist das für eine hässliche Musik? Ah, das ist seine Mutter auch gleich sehen.
Wir können es probieren, du. Wir können es probieren. Na, das hoffe ich doch mal, dass die mir alles liefern. Also als erstes, ich würde mal sagen, wir fahren erstmal zum Ammunition und besorgen uns eine Uzi oder irgendwie sowas, weil ich habe so das Gefühl, das wird eine sehr schießwütige Mission. Ja, komm. Natürlich sein so heiß geliebtes Auto, das er auf keinen Fall zerstört haben will, gibt er natürlich dann erstmal sofort wieder in die Obhut eines total Fremden. Auch wieder total GTA-typisch, finde ich aber gut. So habe ich ein schnelles Auto und er, naja, er nicht. Ah, sehr schön, Handgranaten. Nice, nice. Desto weiter kannst du die Granate werfen. Okay, auch das kennt man aus den vergangenen GTA-Teilen, ne? Je länger man die linke Maustaste zum Werfen drückt, desto weiter fliegt das Ding. Ich glaube aber, da die Wäschereiwagen ja fahren werden, werde ich einfach mal versuchen, eine Strategie zu verfolgen. Ich werde versuchen, die an den Straßenrand zu drängen, die dann so festzunageln und einfach eine Granate abzulegen und hoffe aufs Beste. Wo fahren wir jetzt lang? Komm, jetzt fahren wir. Jawohl. Und die Karre kippt uns nicht um. Ja, weil wir inzwischen Skill haben. Yeah. Scheiße, wie komme ich jetzt darüber? Oh, da ist eine Schanze, ne? Die sieht doch. Ach, warum. Warum springe ich die verdammte Schanze? Die ist doch die Straße. So, dann probieren wir den Scheiß doch mal. Wie dränge ich jetzt die blöden Säcke ab? Scheiße, hier ist keine Wand oder so. Komm, ich versuche einfach mal den Standard-Scheiß. Komm, geh kaputt. Na, geh kaputt. Na jawohl. Hoffen wir mal, dass wir das so weitermachen können. Tut mir leid, Bauarbeiter. Alter, was trägt der für Sachen? Ah, scheiß drauf. Wir machen uns nicht über andere lustig. Ja, Leute, wie ich schon gesagt habe, tut mir leid, dass wir in letzter Zeit so wenig Content gepostet haben, aber ich glaube, weder ich noch die anderen hatten in letzter Zeit so viel Zeit. Hört sich doof an, aber wir haben Vorabitur und allen Blödsinn geschrieben, von daher mussten wir wirklich ein bisschen mal was lernen in der Schule und nicht nur doof rumgammeln und nichts tun. So, setzen wir. Nein, scheiße, oh, ich hätte mich einfach direkt vor ihm setzen sollen. Ich dummes Kind. Egal. Ja, komm. Halt doch einfach an, Junge. Wir wissen doch beide, wo es endet. Na, komm. Ja, 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 ja. Scheiße. Na, jetzt hier aber mal. Ah, damn it. Nebenbei will ich mich auch entschuldigen. Ich benutze als deutscher Kommentator. Ah, schon wieder. Ich benutze als deutscher Kommentator ja, würde ich mal sagen, viel zu viele Anglizismen. Aber ich würde mal sagen, in der heutigen globalisierten Weltordnung ist das ja gar nicht mehr anders möglich, oder? Oh, meine Güte. Jetzt ja. Bam! Komm. Ah. Komm, ich habe eine Idee. Krabbeln jetzt hier raus, während die Karre. Nein, 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 LKW. Ach, scheiße, ich wollte den LKW nehmen und die Karre ist bestimmt auch gleich hin. Na? Alles klar, und die Bullen, denen ist das, denke ich mal, jetzt scheißegal, was ich mache. Sind schließlich 10 Meter hinter mir. Und schon wieder ein Pickup. Oh, super. Und wenn man gegen eine Pappkiste fährt, das wusste ich ja noch gar nicht, dass man sofort das, die Karre anhält. Naja, egal. Wie gesagt, ne? Wann kam das Spiel raus? 2003, 2001? Ich weiß es nicht mehr genau. Ne, 2000 glatt, glaube ich sogar. Ich glaube, da war noch nicht so viel mit Physik Engine. Like, ja, es ist ein gutes Spiel.